So, okay, also mit dem Audio hat gestimmt. Meine Musikanlage habe ich jetzt auch abgeschalten. Dann gehen wir mal jetzt mit unserem gefundenen Kollegen tanzen. Operation York. Bass and Trains. Okay. Wow. Hä? Wow. Das ist unser Schiff, klar. Hast du fein gemacht. Ist das geil. Alter. Aber das ist der Tag vom Schiff. Der soll nämlich diese bläulichen Dinger der Antrieb darstellen. Wahrscheinlich Antimaterienantrieb. Was sollen die Dinger jetzt so darstellen? Ich meine, die haben hier wohl auf dem Planeten wohl kaum Laderampen auf Lande oder ist das direkt vom Schiff? Sollen die so eine Füße darstellen? Das kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall benutzt er die für die Texturen. Die hier gibt es im Bügelchen nicht. Aber gut, die da auch nicht. Also hier sowieso alles selbst erstellt. Ah, ein bisschen Munition. Das macht das auch nicht. Ist ja auch was? Oha, hier sind auch schon wieder Secrets. Yay. Ja, das finde ich auch geil, dass es hier praktisch so aussieht, wie als wenn die Kartons gelagert hätten, also rausgeflogen wären auf dem Schiff wahrscheinlich. Aber hier ist ja unser Schiff gedamaged. Und dass hier die Munition nicht einfach so rumliegt. Das hatte ich ja schon mal in einer anderen Map gesagt, dass ich es halt persönlich sehr schön finde, wenn es so sinnvoll aussieht, also dass Munition nicht einfach so irgendwo rumliegt, wo es einfach überhaupt keinen Sinn macht. So, oh wow! Wow, Digga, ich bin ja sowas von genial. Vielleicht mal speichern. Sondern dass es irgendwie immer sinnvoll ist, dass also zum Beispiel, wenn man irgendwie Munition in der Map platziert, dass man da dann auch einen Schrank platziert, wo die Munition drinne ist. Weil ich meine, niemand, der auf den Mars geht, findet auf einmal irgendwo in der Schlucht von einem Mars auf einmal Munition rumliegen. Ich meine, why? Da war doch vor uns angeblich noch keiner. Also, wow. Stock gar nicht so. Oh, da ist noch einer. Noch ein Freund. Wow. Fuck. Alter! Warte, warum bist du hier? Wo kommt der denn jetzt her? Vielleicht hat's Rüstung wieder weg. Ich glaub's nicht. Ich muss vorsichtiger sein. Oh, Alter. So. Ja, da mache ich dann halt so ein bisschen, mache ich es halt, wenn es ein bisschen, aha, realistischer gehalten ist. So, haben wir jetzt, ach ja, stimmt, da wären wir die Minimap. Gucken wir uns erstmal um. So, hier hinten geht es dann rein. Die Map ist also auch nicht so groß. Da hinten, ah, okay. Da müssen wir hin, ah. Danke. Wow. Alter, wieso ist denn hier los? Ab und zu so eine richtige Ruckler hier. Nein, ich wollte das da. Boah, Alter, ist das geil. Was? Was war da gerade für einer? Und warum hat er sich wegteleportiert? Oder warum wurde er wegteleportiert? Keine Ahnung, weiß man ja nicht. Ist das hier ein Secret? Sieht so aus. Da hinten ist was. Ach, nee, doch bloß ein Stein. Der Stein der Weisen. Komm ich hier rüber? Nein! Fuck! Das tut doch weh! Aha, eine gelbe Karte. Hat das jetzt zum Beispiel noch wieder eher weniger Sinn? Warum sollten hier Laternen rumstehen? Hä? Oder ist das noch Teil unseres Schiffs? Nee, macht ja keinen Sinn. Ich meine, so sieht unser Schiff vollkommen von unten aus.
Heißt also, der Planet war doch schon mal so besucht worden. Gut, ansonsten gibt es hier erstmal nichts weiter. Hier sind ein paar Gegner, ein bisschen Munition und die gelbe Karte. Heißt also wahrscheinlich, soll ich irgendwas mit der gelben Karte denn irgendwo anderweitig wieder machen. Scheiße, komm hier rüber. Hä? Einfach. Ach! Jetzt kapiert das erst. Jetzt ist hier rauf und dann mich wieder durchhangeln. Ah! Was zur Hölle? Alter! Hoffentlich wird das nicht hier so eine, wie heißt denn das? Diese Horrorfilme, die darauf basieren, dass sich der Zuschauer immer wieder erschrecken soll. Für solche Sachen bin ich nämlich echt ein bisschen zu alt. Oha! Ach du Kacke, draußen sind ein paar Gegner gespawnt. Ach du Scheiße, ich will nicht mehr. Wo ist mein Kollege? Ist der das? Hallo, Kollege? Ich höre ihn noch. Oder habe ich gerade meine eigenen Schritte gehört? Ja, das waren wohl meine eigenen Schritte. Oh, jetzt bin ich wieder hier unten. Ach, da ist er. Komm mal mit, Junge. Ach ja, weil er hier nicht rumspringen kann. Ha. Ja gut, okay. Das ist natürlich ein bisschen... Wow, wir sind echt noch nicht alleine angewiesen hier. Jetzt auf der Kacke. Oh Gott, ich will nicht. Was bist du denn hier? Gut, wir rennen jetzt mal raus. Oh Gott, und das... Oh Gott, doch, geht noch. Gut, erstmal Stück bisschen auf. Wow, das war aber schlecht getroffen hier. Geht doch. Was? Alter, wieso reicht einmal schießen nicht? Hä? Ah, super, ich bin tot. Mann, ey, gibt's da gar nicht. Normalerweise reicht doch einmal Schießen aus. Ah, jetzt wird er fort. Na los! Gott, braucht der lange. Wieso reicht einmal Abschießen nicht aus? Reicht doch, sag ich doch. Habe ich echt so stark daneben getroffen, oder was? Ja, ich glaub's nicht. Ich bin hier. Oh, hallo. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn jetzt hier? Bin ich jetzt... Okay, andere Taktik. Wenn wir nicht direkt abschießen können, müssen wir halt von der Ferne kämpfen. Uah! Ich krieg hier noch. Krieg ich hier noch. Okay, mal gucken. Ja, komm doch. Uah. Mann, Alter, ich will dir ein bisschen One-Hit. Geht doch, genau so. Alter, hat schon wieder nicht funktioniert. Was ist denn hier los? Mal klappt es, mal klappt es nicht. Arschlöcher. Dein 33% Leben, das ist ein Witz. Das ist gar nicht. Wow. Ah, sind da unten in der Nähe, Bolo. Ja, komm, schieß sie ab, schieß sie ab. Lass dich doch nicht treffen, du! Gott, hat der nicht getroffen. Danke. So, gab es hier wenigstens irgendwas Sinnvolles? Ja, Rüstung. Zwar nicht viel, aber es geht. So, hier ist soweit nichts. Gucken, da oben ist noch was Graues. Wahrscheinlich aber einfach nur so Textur. Gut. Darfst du noch irgendwas, was wir übersehen haben? Nee, ne? Ne. Ne, okay, gut. Dann geht es also durch die gelbe. Achso, ja, eben klar, damit brauchen wir den. Der gelbe Schlüssel war also kein Secret, sondern die braucht man sowieso, um hier reinzukommen. Ja, der Planet ist sowieso bewohnt. Irgendwie ist er eine richtige Basis. Okay, heißt also, die Story geht also nicht darum, dass wir hier irgendwo abgestürzt sind in einem fremden, auf einem fremden, in einem fremden Ort oder sowas. Sondern wir sind schon am richtigen Ort gelandet, nur der war kurioserweise ein bisschen, naja, befallen. Wobei ich dann aber nicht verstehe, warum hier überall diese Berge sind.
Warum sollte bitte schön ein Landeplatz für so ein tiefes Schiff mit Bergen übersät sein? Oder haben jetzt die ganzen Dämonen die Berge aus dem Boden gestampft? Das erschließt sich mir jetzt noch nicht so ganz. Hä? Was? Der Schein hat seinen Kollegen getötet? Wow, fuck. Wow, ich hab 8 Leben. Alter. Oh, scheiße, ich hab nicht gespeichert. Scheiße. Okay. Wir müssen safe arbeiten. Wir haben nämlich hier kaum irgendwelche Leben. Gut, erstmal räume ich die. Ach, hier, schon mal. Aha. Gut, erstmal räume ich hier die ganzen Imps auf. Die sind relativ. Wow. Genau deswegen. Die sind relativ schwach, nerven aber ganz schön. Da müsste mein Kollege schon wieder hin. Hä? Wer hat mich jetzt getroffen hier? Wir haben jetzt nicht meinen Kollegen umgebracht? Ihr Schweine! Das ist mein Kollege. Ja, echt umgebracht. Och Mann, Alter, das ist Bullshit. Na, das ist scheiße. Ah, Mann. Ich stell mich aber auch an, wie so ein kleiner. Jetzt zum ersten Mal im Spiel. Geht doch! Meine Fresse! Ich hab grad noch was gehört. Wo ist der? Ich hab grad noch einen Imp gehört. Achso, ja, eben hier war auch noch was. Ach, oh Mann. Genau so muss das gehen. Einmal schießen und weg. Geht doch! Warum hat das jetzt wirklich immer geklappt? Habe ich da echt beim Zielen so verkackt immer? Meine Güte. Ach Mann, ey. Na gut. Wenn wir Glück haben, können wir da nochmal den anderen retten. Vielleicht schaffen wir das. Nee, das schaffen wir nicht. Arschloch. Das war mein Freund. Mein Kollege. So. Die Frage ist, wieso kam der hier überhaupt rein? Ich meine, war doch hier noch alles in Pfeile. Na gut. Ach, okay. Wir kennen die Antwort. Nach dem Ding das Urteil müssen wir hier durch. Okay. Lassen wir uns aber erstmal für später. Fuck. Und wir uns hier noch 2 Secrets. Na gut. So, da ist eine rote Tür. Eine rote Key haben wir noch nicht. Wir haben gerade den blauen bekommen. So, hier ist auch noch mal gelb. Hi, Minigunner. Wow. Ah! Das ist aber lieb. Mann, Alter! Damn it! Das Problem ist, ich bin so an dieses Realism Tactical Mode gewöhnt. Da denke ich schon mal, einmal schießt und die Dinger sind tot, aber... Stimmt da wohl doch nicht so genau. Yay! So, es sind noch... 2 Secrets ungefundenerweise offen. Nur woran erkennt man Secrets? Achso, ja eben, wir haben noch die Map. Aha, da ist schon mal ein Secret da unten. Wo muss ich hin? Da. Da jetzt hier raus. Hier wieder runter. So, da ist unten ein Secret. Achso, wow. Die Tür soll ich nicht gesehen haben. Achso, geht da gar nicht auf.
Computer? Ah. Oh. Mh. Ah. Ja, na, das gefällt mir aber. So, dann haben wir jetzt noch den roten Key und hier haben wir noch was. Das sieht mir aber echt nach Secret aus. Gut, egal. Wir gehen erstmal da. Ich gehe erstmal hier hin. Das dürfte dann ja das Exit sein. Boah, Alter, wo hänge ich denn schon wieder? Ach so. Lecko mio. Weißt du, bei der vorigen Map noch gefreut, dass das Exit keine Falle war und jetzt hier. Alter, wir haben 20% Leben. Leck mich. Mit der überlebe ich doch. Alter, wir haben sowieso nur 50% Leben. Was ist denn schon wieder los? Oh Gott. Okay. Ja, hätte ich sehen müssen. Die Dinger da. Die hätte ich sehen müssen. Okay, jetzt ist es besser. Arschlöcher. Gut, okay. Dann hoffen wir mal, dass es hier bei dem Secret ein bisschen ja lebensbeschönernde Artikel gibt. Ja, sieht mal gut aus. So, und dann bleibt immer noch die andere Seite offen. Das wäre dann die hier. Jawoll. Wow. Junge. Ah, das finde ich jetzt scheiße. Wir hatten erst die Dinger einsammeln. Okay. Nochmal zurück. Das finde ich mal ein bisschen blöd, dass man diese Health Packs nur unterhalb 100 Leben benutzen kann. Da. So, dann gehen wir nämlich jetzt in die andere Richtung und haben dann nämlich 178 Leben. Das finde ich aber ein bisschen blöd. Ich meine, dann hätten sie ja wenigstens, oder könnten sie wenigstens so machen, dass man das irgendwie so als Item mitnehmen kann, diese Healthpacks. Und dann, wenn man es braucht, kann man es immerhin trotzdem benutzen. So kann man diese Healthpacks nämlich dann gar nicht aufheben, kann sie aber auch nicht direkt einsetzen. Das ist immer so ein bisschen traurig. Ah, keine Rolle. Okay. Ab jetzt vertraue ich keinem einzigen Exit mehr. Geschafft. Gut. Schau mit V.